War ein interessantes Spiel mit viel Tempo. Wir haben gegen eine sehr gute Mannschaft gespielt, die kombiniert extrem locker und unschön und sind technisch stark. Von dieser Seite, wie haben wir gereagiert nach letztem Spiel? Von Einsatz war okay und dass wir wollten gewinnen, das war alles okay. Nur leider haben wir so einfache Fehler gemacht beim Anwurf, zum Beispiel beim ersten Tor wieder schlecht gestanden, so wie zweimal in Werze und so weiter. Das ist schlechte Kommunikation, aber sonst im Prinzip, wann sage ich, das bin ich unzufrieden. Bin ich nichts. Wir wollten mehr holen, aber gegen eine starke Mannschaft ist, denke ich, unentschieden okay. Ich bitte um Ihre Fragen an die beiden Trainer. Bitte schön. Was war der Grund für die Auswechslung von Stoffer? Der war meiner Meinung nach ein bisschen. Ich habe in ein paar Situationen gesehen, dass haben wir dort Schwierigkeiten gehabt in Defensive. Und ich wollte einen frischen Mann bringen, der bringt einfach frische Wind. Dort war alles blockiert. Er hat viel probiert. Und denke, das hat Kropfel was gebracht. Das bedeutet, wir waren dort dann so frischer und schneller. Aber waren einige Spiele schon am Waage. Musste ich normal schon vorher wechseln, da habe ich Angst bis zum Schluss gehabt. Wegen Madel, der war verletzt, gegen Offenbacher, der war verletzt. Und dann habe ich bis zum Schluss spekuliert mit einem Mann noch am Bank. Weitere Fragen? Bitte schön. Genau, was für Sie so eine Leistungssteigerung erkennbar heute? Was hat mir gut gefallen, weil war nicht das ganze Spiel, aber sehr oft will das gewinnst du Duelle, dass das, was haben wir geredet in vorigen Tagen, das ist nicht so, nur so, aber das ist, dass manche will was zeigen. Das machen wir aber noch immer oft viele Sachen sehr unruhig, das ist klar. Von dieser Seite, von spielerischer Seite, müssen wir uns verbessern. Bitte schön. Auf der einen Seite finde ich, dass die Sturmabwehr sehr gut im Griff gehabt hat. Auf der anderen Seite habe ich ein paar schlechte Bewegungen von ihm eigentlich gesehen, wo der Tommy erste Halbzeit ein paar Mal auf die Verteidigung zugelaufen ist und der Philipp eigentlich für mich keine gute Bewegung gemacht hat, sich immer falsch entschieden hat. Hat heute nicht seinen besten Tag gehabt, aber er hat uns in dieser Saison schon so viel Freude bereitet. Und man muss auch ein Kompliment an die Abwehr von Sturm Graz machen, die sehr gut auf ihn gespielt hat. Und wir haben leider die Räume in die Tiefe, erste Halbzeit, zu wenig genützt. Und deshalb ist er nicht so zum Zug gekommen, aber ist für mich überhaupt kein Problem. Mit. Wir sind beides einmal grundsätzlich gute Fußballer. Das haben sie in der ersten Liga schon gezeigt. Sie haben auch jetzt vom Tempo her oben nicht das große Problem und die Technik bleibt aber immer dieselbe. Und ich finde, dass der Tommy in den Zwischenraum einfach ein sehr, sehr guter, idealer Partner ist, in die Tiefe ihn anzuspielen, der natürlich auch eine sehr, sehr gute Übersicht hat. Und das ist erfreulich. Der Nutzi ist ein 92er, hat jetzt nicht immer gespielt im Herbst.
Aber er ist ein toller Fußballer und der Leiter ist eigentlich unser Herz irgendwo. Am ersten hat es ja nicht so gut gefallen, zweite war es dann besser und hat dann Gott sei Dank das Tor gemacht. Und zwei Steirer, ein Grödig, einer von zwei von mehreren, sagen wir mal so. Und dass die heute genau da in der UPC Arena, wo sie früher beim GAK gespielt haben, die Tore machen, ist wahrscheinlich für sie und Familienanhänger und Familienmitglieder oder Freunde, die da herkommen, wahrscheinlich ein tolles Gefühl. Bitte schön. Florian Kainz verletzt oder ist er überhaupt nicht auf der Bank? Nein, ist nicht verletzt. Verletzt. Ja. Normal sportlich. Sportliche Gründe. Warum hat Arne Ratschitsch heute nicht gespielt? Bitte? Warum hat Arne Ratschitsch heute nicht gespielt? Weil habe ich mich entschieden für Offenbacher und Weber in die Mitte. Bitte. Hat man dieses 2:2 gegen den Aufsteiger in einer Zeit, wo Sturm geschlossen auftreten will, immer wieder Geschlossenheit zeigen möchte, wie viel kann dieser Punkt wert sein? Ist der was wert? War das ein Fortschritt, ein Rückschritt? Wir in diesem Sinn, dann lassen wir Punkt auf Seite. Heute war von das, was reden wir. Okay. Mannschaft wollte was zeigen und hat auch was gezeigt. Aber Punkt auf Seite. Kann man zufrieden sein, wir wollten mehr gegen eine gute Mannschaft. Aber ich hab Mannschaft gesehen, die hat super reagiert. Und will ich auch nächste, jetzt beim kommenden Spiel so eine Mannschaft sehen. Und immer wieder so eine Mannschaft sehen. Und dann kommen auch Resultate. Dann passiert nicht Admira, dann passiert nicht der WAC. Weil heute haben wir eine wirklich gute Mannschaft gespielt. Und hat jeder gesehen, dass, wann ist heute Sturm nicht so konzentriert, kriegt große Probleme. Weil sowieso haben wir Probleme gehabt in ein paar Aktionen. Weitere Fragen? Wichtig war es, dass man von einem Rückstand wieder in Führung gekommen ist? Das hat gezeigt, dass wollte Mannschaft gewinnen. Leider im Moment wir waren komplett unruhig durch eine Chance von Gegner vor erste Tor, sofort komplett unruhig und auch vor zweite Tor waren wir auch ein bisschen unruhig. Sofort, wenn der Gegner ein paar Mal schön hier und her gespielt, zittern wir schon. Dann müssen wir ruhig bleiben, auch wenn der Gegner spielt ein paar Pässe. Eine Abschlussfrage noch, falls es eine gibt. Bitte schön. Sehen Sie mir auch, was die Schlaufer verursacht haben. Wie kann man das erklären, dass sowas passiert? Ich habe das nicht verstanden. Das ist, was der Schlaufer verursacht hat. Ist ein Schuss zurück, als Tor, also vorne gegangen, zurück. Ins Tor aus, zweiten Ball ins Tor aus. Den Ball von David Schlotter ins Tor aus. Kurz vor dem zweiten Tor, vor dem Ausgang. Kurz vor dem Ausgang. War das eine Matscheibe oder bin ich besitzt? Das habe ich nicht gesehen, weiß ich nichts. Wenn ich die Frage beantworten darf, weil ich es genau gesehen habe, das war ganz klar, weil ich glaube, jetzt kommt der Pressball, der andere ist halt nicht hingegangen und der hat halt durchgezogen und das, das ist kein Ding nicht, sondern das ist mir auch schon in meiner aktiven Karriere passiert. Der möchte auf den Presser gehen und der geht im letzten Moment weg und dann zieht er durch und natürlich Richtung eigenes Tor. Ja. Ist vielleicht nicht günstig gewesen, aber finde ich nicht. Das schaut blöd aus, wie es ist. Grödig sind einige Spieler, jetzt gibt höhere Gewalt verloren. Wird Grödig gedacht, wird Grödig im Winter etwas nachrüsten? Haben Sie da Wünsche? Ja, ich glaube, das wir haben ja 20 Mann gerade gehabt, sind zwar nicht mehr hier, dann haben wir nur mehr 18 gehabt und von diesen 8 Leuten sind 6 ausgefallen. Und trotzdem findet man dann irgendwo eine Lösung, müssen wir auch finden. Und ich glaube, dass die Burschen auch das wirklich ganz toll umsetzen. Das ist ja nicht so einfach. Jani Cabrera ist unser absoluter Abwehrchef. Und wir punkten trotzdem. Und das ist schon sehr erfreulich. Simon Handel ist ein offensiver Mittelfeldspieler, muss zweite Halbzeit wieder rechts hinten spielen. Salomon ist offensiver Mittelfeldspieler, spielt links hinten. Wir haben jetzt nicht so viel Zeit gehabt zum Trainieren, weil ja 3 Spiele in einer Woche waren. Trotz allem gut ab von den Spielern. Mit welchem Enthusiasmus, Leidenschaft, Begeisterung, dass sie versuchen, Fußball zu spielen. Aber, die Frage nochmal zurückzukommen, klarerweise müssen wir was tun und wir werden auch was tun. Letzte Frage, bitteschön. Danke.
Platz wollen ruhig arbeiten, weil da ist Schrift drinnen. Ist das ruhige Arbeiten, diese wollen diese Ruhe, ist das ein Grund dafür, dass die Spieler heute keine Interviews geben haben dürfen? Was wollen die Spieler schon gehabt? Ich meine, ich hab präzise Aufgaben, aber das ist nicht meine Aufgabe. Das rede ich, wer gibt's Interviewe. Nicht meine Aufgabe. Cheftrainer bin ich. Prinzipiell hat es nicht der Trainer entschlossen, sondern der Mannschaftsrat gemeinsam mit der Mannschaft. Bitte schön. Ja. Die Vorteile wurde gesprochen davon, dass es halt keine Interviews gibt, bis die Saison ausgeht, bis das Jahr zu Ende ist, aber dass es am Spieltag ein Flash-Interviews gibt, war das Thema. Das werde ich am Montag mit der Mannschaft besprechen. Aber ich kann die Kritik verstehen. Man braucht wieder irgendwas, soll noch einmal einen Brief schreiben, dass sie zeigt so einen Einsatz wie war heute, okay? Die müssen nur kämpfen, laufen und klar, das kommt dann mit Punkten auf Sicherheit, kann man was zeigen, weil die Mannschaft hat Qualität. Aber in so einer Situation ist dann diese Qualität extrem schwer zu zeigen. Aber Einsatz ist sehr wichtig. Und kämpfen wie heute bis letzte Minute, das haben die Jungs gemacht. Wenn das die letzte Frage war, dann danke fürs Kommen. Schönes Wochenende noch. Danke.